Doch, da hören wir ja schon ganz leise die Spinnenfüße. Und wir rennen aber ganz schnell weg. Kaffei, alter Junge. Ich habe ihn gefunden, unbenutzter Junge. Er nutzt diesen Ort als Lager für sein gesamtes Diebesgut. Sein Name lautet Zakon. Ja. Gleich müsste er kommen. Nur Zakon kann sie öffnen. Genau. Und jetzt warten wir. Ich werde warten. Ich habe Anjo mein Versprechen gegeben. Er wird kommen. Richtig. So. Und damit herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt. Also an der Stelle. Schön, dass ihr wieder zuguckt. Und jetzt wollen wir mal warten hier auf den alten Sack. Ja, ich habe vorsichtshalber natürlich die Zeit verlangsamt. Ich hoffe mal, er kommt jetzt hier nicht im Schneckentempo an. Also mal, ich hoffe, er kommt überhaupt an. Hat eben auf jeden Fall schon sein Tipp, seinen schleichenden Schritt immer ankommt. Das hat man ja gehört. Ich mag dir jetzt aber ehrlich gesagt auch gar nicht. Oh, da kommt er. Wir haben hier unser perfektes Versteck. Hauptsache, ich kletter hier nirgendwo drauf oder so. Kommt jetzt mit vollendeter Langsamkeit hier an. Da muss ich alles richtig machen. Ich weiß ja noch nicht, was ich dann machen muss. Ja, in der Zwischenzeit habe ich übrigens, ich habe natürlich die ganze Quest nochmal machen müssen. Also mit allen reden und immer hier den Brief abgeben und den Anhänger übergeben und so. Und da gibt es so zwei Stellen, da muss man immer warten. Das eine, da muss man nachts mit Anju erst reden und dann später in der Nacht mit ihr nochmal reden. Da gibt es ja einen Brief. Und in der Zeit kann ich halt nichts machen. Und ich bin halt so lange immer auf die Felder von Hyrule gegangen. Ach, von Hyrule. Wir sind hier in Terminal. Ich bin auf die Ebenen von Terminal gegangen und habe da einfach diese Totenschädel gefarmt. Und die zweite Pause hatte ich immer, wenn ich auf den Kuriositätenhändler warten musste, am dritten Tag. Und da bin ich Dodongos Farm gegangen. Ich bin jetzt übrigens der Dodongo-Fight-Master. Weil ich habe jetzt bestimmt 5 Dodongos umgelegt, ohne auch nur einmal Schaden zu bekommen. Auch bei den beiden in dem... Oh, der sieht uns nicht, oder? Auch bei den beiden in der Höhle, wo man das Herzteil bekommen hat. Und deswegen... Ihr seht's unten, wir haben 296 Gold und wenn wir noch 300 Gold haben, dann haben wir die 5000 voll. Das werden wir heute auch noch machen, denke ich. Ich mach doch gar nichts Verbotenes, wirklich nicht. Ich hab's versaut, oder? Hat er mich jetzt echt gesehen? Das ist ja mal maximal asozial, ey. Der hat mich echt gesehen, weil ich halt hier hinter... Ja, weil ich hier gestanden hab. Hier. Alter, das ist schon nicht schlecht, ey. Da habe ich tatsächlich schon wieder versaut. Das gibt's doch nicht, ey. Und dieses Event ist, glaube ich, wirklich, dass man so lange da steht, ohne entdeckt zu werden. Kann das sein? Mann. Okay, genug geheult. Boah, Mann, ey. Ich hab vor einer Stunde, habe ich angefangen, den letzten Part aufzunehmen. Das heißt, es hat mich gut, ja, über eine halbe Stunde gekostet, wieder hier alles so aufzusetzen, dass ich an der Stelle bin. Und jetzt habe ich schon wieder verkackt, ey. Das ist aber auch fies ohne Ende, ey. Das ist... Oh, ist das fies, ey. Jetzt bin ich mad. Wie ist das? Das ist eigentlich der deutsche Begriff für mad. Mies drauf oder so. Naja, nicht mies drauf, sondern... Ich weiß gar nicht, es gibt so manche Wörter, die benutzt man und findet sie auch sehr passend und drückt damit etwas Bestimmtes aus, aber man kann es irgendwie nicht so recht übersetzen.
Ja. Wollen wir vielleicht nochmal das Fuchsquiz machen gehen? Als Ausgleich dann. Dafür, dass wir ja gleich, dass ich. Ja, eigentlich müsste ich ja als Strafe für Majora's Mask müsste ich in diesem Let's Play diese ganze Zeit, wo ich die Anju-Quest nochmal machen muss, müsste ich immer aufnehmen, die ganze Zeit über und immer wieder alles von vorne machen. Den ganzen Part über müsste ich dann heulen, wie scheiße das ist. Und dann würde man mal sehen, wie das denn in echt dann ist, so. In Echtzeit praktisch. Ich meine, für euch ist es jetzt echt bequem, ihr könnt euch kaputt lachen, wenn ich dann wieder. Hallo! Ey, das ist voll das putzige Fuchsvieh hier. Voll süß. Gut. Ist Tingle der Kartenzeichner Links- oder Rechtshänder? Oh. Linkshänder. Falsch. Okay, Tingle ist Rechtshänder. Ich habe gerade überlegt, weil er hat ja so einen Pinsel in einer Hand, ne? Ich glaube, ich hatte bei dem Quiz neulich echt Glück, dass ich alle Fragen gewusst habe. Ja. Alles geht schief. Jetzt bin ich traurig. Ich meine, wenn es was wäre, wo man Sachen hin und her bringen muss, wo man Dialoge machen muss und so, dann würde ich ja auch noch sagen, okay. Aber immer dieses Warten müssen zwischendurch, ich habe es euch jetzt eben erzählt, wo ich immer gewartet habe, das ist echt zu viel des Guten. So. Das kann man nicht machen, ey. Also kann man natürlich machen, aber dann hat das zur Folge, dass manche Leute böse werden. Ich weiß ja nicht, ihr könnt ja mal, wenn ihr Majora's Mask gespielt habt und die Kafei-Quest abgeschlossen, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie lange ihr dafür gebraucht habt, bis ihr dieses Ding da am Ende hinbekommen habt. Könnt ihr mal jetzt das Video anhalten und das dann machen. So, aber wir haben jetzt tatsächlich einen feierlichen Moment, hoffe ich mal, wenn das jetzt stimmt. Ich möchte einzahlen. Und zwar 300 und da tun wir die 5 auch noch. Oh, 304. Ja, möchte mal einzahlen. Was? Du willst wirklich so viel hinterlegen? Du scheinst ein reicher kleiner Kerl zu sein. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 5004 Rubine. Oh, du hast bereits 5000 Rubine gespart. Nun denn, kleiner Mann, das ist der Höchstbetrag. Mehr kann ich nicht aufbewahren. Ich bitte um Verzeihung, aber mehr als das kann ich dir nicht anbieten. Du hast ein Herzer gefunden. Danke nochmal für den Tipp an der Stelle. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass man hier so viel Geld farmen muss. Vor allen Dingen, weil man ja wohl echt anscheinend, ja, so ein paar Tricks erstmal kennen muss, wo man Geld herbekommt, die ich jetzt auch nicht gewusst hätte vorher. Rubine einzahlen. Was sagst du jetzt? Oh, verdammt, sie hat noch mal was gesagt. Rubine einzahlen. Aber ich habe doch mehr eingezahlt, als geht. Und jetzt, warum geht der nicht mehr? Aber ich bin wirklich beeindruckt. Du bist zwar noch sehr jung, aber wenn es ums Sparen geht, bringst du den nötigen Ernst mit. Ja. Ah ja, da oben ist ja noch so ein Lotto-Ding. Da muss ich, glaube ich, auch nochmal spielen. Vielleicht mache ich das mit den 5000 Rubinen, die ich jetzt habe. Mache ich das mal. Und ich bin gerade echt am Überlegen, wie ich jetzt vorgehe. Also es gibt noch eine Sache, die ich machen will. Und zwar dieser Parcours da, oder was das sein soll. Dieses mannigfaltige Herausforderungen warten auf den Besucher. Da war ja diese Sonne, wo ich nicht gewusst habe, was ich machen soll. Das weiß ich jetzt natürlich. Ich muss ja einen Pfeil reinschießen. Das würde ich auch gern noch machen. Und, boah, guck mal, unsere ganzen Flaschen hier. Nice. Genau, die Flasche von Dampe muss ich auch noch holen. Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich das machen soll. Und ansonsten die Kaffee-Quest halt. Und dann haben wir noch zwei Leute, nämlich den Bürgermeister und die Oma, wo ich nicht weiß, was mit denen passieren soll. Vielleicht können wir ja mittlerweile mit der Nachtmaske da weiter oder so, weil bei der weiß ich ja auch noch nicht, was ich machen soll. Und eine Sache ist auch noch die Fröschchen,
diese Froschquest. Die muss ich auch noch machen, aber mir fehlt, glaube ich, noch ein Frosch und ich weiß nicht, wo der ist. Ja, ich würde aber mal sagen. Ah, wir haben die letzte Nacht. Also entweder ich gehe jetzt nochmal zu Dampe. Oder ich fange jetzt nochmal die Anju-Kafai-Quest von vorne an. Bei beidem muss ich allerdings jetzt schneiden. Ich würde mal sagen, ich mache die Kafai-Quest nochmal. Also dann, für euch ist das jetzt bequem und ich ärgere mich jetzt ein bisschen herum. Weil es echt lange dauert. Naja, für euch nicht. Es geht sofort weiter. Hey Leute, da sind wir nochmal. Tut mir leid, ich bin doch noch vor der Kafai-Quest tatsächlich. Aber ich bin am ersten Tag hier und ich habe mir nochmal gedacht, ey, du musst nochmal Lotto spielen gehen. So, und jetzt wollen wir hier mal doch tatsächlich mal die Bekanntgabe der Gewinnzahlen. Deine Glückszahl lautet 734. Der Treffer der heutigen Ziehung sind 666. Pech gehabt. Wenn du noch ein Los kaufen willst, dann komm morgen früh um 6 Uhr wieder. Ah, da habe ich leider 10 Rubine verschwendet. Aber hier kann man nur 50 Rubine gewinnen, glaube ich. Also von daher, ich wollte es nur mal zeigen, gehört zu den 100%, dass man mal Lotto spielt und auch die Gewinnspiel-Auslösung, Auflösung praktisch miterlebt. So, dann hätten wir das auch hinter uns gebracht. Und wir sehen uns gleich vor der Höhle von Sarkon wieder. So Leute, da sind wir wieder. Ja, ich habe mich direkt mal hier zu zu Kafai gestellt. Ja, ich meine, hier müssten wir jetzt eigentlich wirklich perfekt stehen. Wir können ja auch vorsichtshalber, können wir auch nochmal, ja, zur Sicherheit setzen wir uns einfach mal die Steinmaske auf. Dann sollten wir ja eigentlich wirklich, ja, der Umgebung angepasst sein. So, die Zeit habe ich nicht verlangsamt. Da hören wir ihn schon. Und wehe, der sieht mich jetzt. Ich bewege mich jetzt nicht. Ich mach gar nichts. Wir sollten ihn dann ja sehen, da links. Ja, ich stehe direkt hinter Kafai. Und ich habe die Steinmaske auf. Wenn das jetzt schief geht, dann weiß ich auch nicht. So, hat übrigens gut 20 Minuten gebraucht jetzt. Und mir war lang. Oh. Die Tür auf. Kaffee rennt hinterher. Und wir auch. Schnell! So, was haben wir jetzt hier? Sarkons Versteck. So, gerade mal schnell einen Blick auf das Notizbuch werfen. Okay, sollen wir vorsichtshalber die Zeit verlangsamen tatsächlich? Komm, wir machen das mal. Ich will keine. Ich will keine bösen Überraschungen erleben. Dieses Steinface, Alter. Nicht schlecht. Wie das aussieht. Als hätte man irgendwie ein. Ach so, nichts passiert. Gut, hier sind ein paar Kisten. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Ah! Sieh doch, hier ist eine Maske. Es ist die Maske der Sonne. Jetzt habe ich es geschafft. Stell dich auf diesen Schalter. Was? Willst du uns etwa vorschreiben, was wir tun sollen? Die Tür bleibt nur so lange offen, solange dieser Schalter gedrückt bleibt. Ja, Entschuldigung, ich habe Kaffee gerade falsch gesprochen. Und wir sind jetzt Kaffei oder wer? In diesem Raum sollte sich auch eine Vorrichtung befinden, die die Tür öffnet. Oh, die Maske!
ist das denn hier für ein Gerät? Er versucht sie aus unserer Reichweite zu bringen und mit ihr zu flüchten. Wir müssen uns beeilen. Ja, und jetzt? Ja, können wir nicht einfach. Was muss ich denn machen? Ich bin jetzt echt kaffei, ey. Komm, wir müssen irgendwie. Schieb, zieh, verdammt nochmal. Am Ende muss ich jetzt das hier nochmal machen, weil. Okay, warte mal. Nee, ich komme ja nicht wieder raus. Und ich kann auch nichts machen, weil. Ach, warte mal, hier ist doch eine Tür, oder? Nee. Okay, den schieben geht nicht. Den ziehen geht auch nicht. Ich kann auch nichts machen. Ich bin kaffei und bin der schwächste Idiot, den es gibt. Ja, hey, was soll ich denn hier machen? Ich kann hier gar nichts machen. Mann, ey, ich will. Toll, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich verstehe es nicht. Hä? Warte mal. Ja, und jetzt ist es vorbei, oder was? Ja, mein Sicherheitssystem ist unüberwindbar. Wir sind eingesperrt. Scheiße. Es tut mir leid, dass ihr in die ganze Sache verwickelt wurdet. Wenn ihr es schafft, hier herauszukommen, dann tut es. Anju befindet sich bereits auf der Flucht zur Romani Ranch. Du warst sehr mutig. Sie wird es verstehen. Komm, lass uns gehen. Spiel die Ocarina und bring uns nach draußen. Er möchte jetzt lieber allein sein. So, das heißt, ich hab's schon wieder verkackt. Ja, ich hatte keine Ahnung, was ich da hinten machen soll. Also ganz ehrlich. Ich weiß ja auch nicht, wer gerade eben geredet hat. Irgendwie ein bisschen verwirrend, ob es jetzt Sakon war oder Kaffei. Aber es sieht echt so aus, als hätte ich es schon wieder versaut, sozusagen. Und ich kann hier auch sonst nichts mehr machen. Maske der Sonne. Was soll denn das? Oder hätte ich eins von diesen Dingern da drauf schieben müssen? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich mir einen Safe-Start dafür machen soll, weil das wird mir echt zu blöd, ey, ganz ehrlich. Was soll denn das? Ich meine, dass ich weiß, was ich für die Quest machen muss, das ist ja klar. Aber warum soll ich jetzt immer wieder von vorne 20 Minuten und so lange dauert das? Das kostet 20 Minuten. Warum soll ich jetzt immer wieder von vorne 20 Minuten verschwenden? So. Das macht ja auch. Was soll ich währenddessen machen? Ich habe nichts zu tun. So. Ich sitze dann hier rum, starr auf dem Bildschirm und warte. So. Also das treibt jetzt irgendwie nochmal auf die Spitze, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht soll das jetzt wirklich die ultimative Herausforderung sein, die. Aber nee, tut mir leid, das ist einfach nur Mist. Ach. Ich weiß, dass ihr es nicht mögt, wenn ich mich über sowas aufrege, aber ich meine,
Majora's Mask bettelt mich ja förmlich an. Bitte, jammer herum. Tu es, ich hab es verdient. Ah, ist eine komplette Katastrophe, Alter. Ich meine, ich habe mich vermutlich auch wieder komplett blöd angestellt, weil ich irgendwie... Ich hätte vermutlich auch die Zeit verlangsamen sollen. Aber, Junge, ich habe jetzt... Ich habe doppelt so lange gespielt, wie ich Parts aufgenommen habe. Und nichts hinbekommen so wieder. Also klar, in dem Part selber habe ich ein bisschen was gemacht, aber... Es ist einfach nur eine komplette Katastrophe, so. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich meine, das ist ja schön und gut, dass das vielleicht dann irgendwie Cheaten ist, wenn man sich dann einen Safe Start an der Stelle macht. Aber ich sehe da auch gar... Ich meine, wenn es eine Herausforderung wäre, zu dieser Stelle zu kommen, wie zum Beispiel, man hat einen Tempel, den man machen muss. Und man muss diesen Tempel in einem schaffen und danach macht man den Endboss. So. Da sage ich so, okay. Aber, einfach nur rumlaufen, Leute anquatschen, so, das ist nicht mal eine Herausforderung, so. Das ist eine Katastrophe, wirklich. So, jetzt wollen wir hier nochmal das Quiz zum Abschied des Parts machen. Zu welcher Tageszeit wacht Romani, das Mädchen auf der Ranch, wieder auf? Alter, was kommen hier für Fragen? Die sind ja mal ultra schwer. Ja... Um 6. Okay, war richtig. Yay, voll richtig geraten. Wie lautet der Name der besten Milch, die in der Milchschau ausgeht? Okay, das hatten wir schon. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. So, und ich behaupte jetzt einfach mal, er ist beides, weil er in der einen Hand hält den Pinsel und in der anderen die Karte. Oder ist damit gemeint, Ach Mann, das ist jetzt schwierig. Ich sag beides. Und das ist falsch. Okay, er ist Rechtshänder, weil er da den Pinsel in der Hand hält, vermutlich. Oh Mann, ey, ich will wissen, was passiert, wenn man das Quiz nochmal schafft. Ha. So, und ich würde jetzt echt gern... Ich bin gerade am Überlegen, aber das ist echt... Vor allen Dingen, ja... Gut, ja, da lässt sich... Ja, das ist schwierig. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich jetzt weitermache. Der Part ist natürlich vorbei, also heute machen wir nichts mehr. Also das mit dieser Kaffeequest, das ist ja die komplette Katastrophe. Schlimmer kann man es echt nicht machen. Na, ich denke mal, ich will das jetzt hinter mich bringen. Ich schieb das jetzt nicht wieder weg. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, sehen wir uns dann an derselben Stelle wieder. Ja, das ist dann aber morgen. Ich bedanke mich... dass ihr zugeschaut habt. Und ihr könnt ja echt mal in die Kommentare kloppen, ob ihr mir da zustimmt, dass man das so auf gar keinen Fall machen kann. Das ist einfach nur total... Naja, ihr habt meine Meinung gehört. Genau, schreibt mal eure Meinung dazu, wenn ihr es noch nicht in einem vorherigen Video getan habt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen trotzdem wieder. Ja, ich versuche dann, mich etwas zurückzuhalten mit dem Gejammer, aber ja... Okay, das muss dann auch mal gesagt werden hier. Gut, dann ja, sehen wir uns morgen hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss.